Wisst ihr, was das Komische ist? Ich hoffe, man hört mich hier gut wegen dem Vogelgezwitscher. Heute ist es zwar kühl, aber für mich ist es warm. okay, ich sehe gerade, Batterie ist halb leer. Aber jetzt passt. Ich musste gerade einige Videos löschen, direkt von der Karte. Weil mein Laptop sonst zu voll werden und ich habe gesehen, ich kann die ja runterladen. Das ist ein Eis. Das ist mein drittes heute, also mein drittes Waffeleis. Und ich hatte ja schon vorher zwei von diesen, ihr wisst schon, von diesen komischen Wassereis da, Cola, aus diesem Trichter. Was ich sagen will ist, heute gehe ich später ins Gym. Ich wollte zwar gehen, aber habe meinen Arsch nicht hochbekommen. Und bin auch gerade am Recherchieren. Ich benötige neue Hosen für den Sommer, neue Shirts, neue Sportshirts. Und neue Handschuhe. Habe ich mal grob gerechnet zusammen. Würde es um die 500 oder 600 Euro kosten. Und ich weiß, ich kaufe Qualität, kein Modescheiß, wie ihr mich erkennt, aber Qualität. Und ich sorge dafür, dass die Klamotten länger halten. Die Hosen, was ihr kennt, habe ich schon. Da werde ich auch von UFPO neue Klamotten holen, kaufen. Ich war heute übrigens einkaufen. Also nicht Eis, sondern Essen. Und Eis dazu. Ich bin hungrig. Heute um 20 Uhr habe ich einen Call von unserem S-Club. Ihr könnt es nicht mehr online finden, weil es nicht mehr online ist. Wir haben den unter uns. Ich habe auch gesucht. Die App gibt es auch nicht mehr. Also die App ist neutralisiert. Und im nächsten Monat, glaube ich, also ich gucke jetzt nochmal nach. Also Bootcamp muss ich mal nachschauen online. Über unsere Homepage, die kennt ihr ja im Link unten. Das müsste der, keine Ahnung, ihr wisst es, ihr seht es. Secret. Ich habe jetzt kein Produkt hier liegen. Aber ihr kennt es schon. Und da haben wir ein Bootcamp in Montenegro. Da werde ich hoffentlich dabei sein. Und vielleicht sehen wir uns da auch. Denn ihr wisst ja, unabhängig von dem geschenkten Urlaub, den ihr bekommt, so ein Paket. Der Urlaub hat übrigens einen Wert von 2.000 bis 2.500 Euro. Und ich werde noch herausfinden. Und noch gucken, ob ich die links unten reinstellen kann. Natürlich alles auf Englisch, denn wir sind international. Da ist einfach Englisch die Sprache. So. Das Eis wird weniger. Ich war noch nie auf unserem Bootcamp, aber ich weiß, es ist geil. Denn jedes Event, wo wir hatten, kamen die Leute zurück und ich habe immer gesagt, warum war ich nicht dabei?
Der Grund ist mangelnde was ist das Gegenteil von Faulheit? Mangelnde Umsetzung. Das heißt, wer im Bootcamp dabei sein will, er kauft sich ein Paket. Link in der Beschreibung. Hat einen Urlaub sicher und kommt mit nach Montenegro. Ich werde dafür sorgen, dass ich in nächster Zeit meine Videos so bearbeiten kann, dass ich zwischen meinen Videos noch Clips einfügen kann und dann dementsprechend auch euch Einblicke zeigen kann in unsere Firma. Und zwar die, wo auch öffentlich zu sehen sind. Sobald ihr mein Paket bestellt habt, werde ich euch natürlich zeigen, wie ich es bestelle. Alles, was natürlich gezeigt werden kann. Und dann werden wir zusammen schauen, wo es hingehen kann in den Urlaub. Bis dahin dauert es noch eine Weile, ich weiß. Und bis dahin will ich auch dann hoffentlich meine neuen Klamotten haben. Aber wir werden sehen. Und ich werde bis dahin auch hoffentlich meinen neuen Haarschnitt dann sehen, nach einem Paket bestellen. Weil mein Friseur will sicherlich auch einen Urlaub umsonst. Denn jeder weiß, wenn du einen Urlaub für 2.500 Euro dir leisten würdest, dann hättest du sehr wahrscheinlich Ende des Jahres nur noch Geld für ein oder zwei Urlaube, je nachdem wie viel du nehmen kannst. Nimmst du aber ein Paket für 400, also aufgerechnet 500 Euro, nehmen wir jetzt mal an, du bestellst vielleicht noch was dazu oder keine Ahnung, auf jeden Fall rechnen wir mal aufgerundet, also eigentlich können wir sagen 450 Euro, denn das ist eigentlich schon zu viel, aber da sind schon dann Preis und also da ist dann schon Lieferung und Steuern, Zoll inbegriffen, Steuern auch. Keine versteckten Kosten. Und überleg mal, für 450 Euro, also nehmen wir mal an, 500 Euro würdest du jetzt nehmen für den Urlaub. Da könntest du dir vielleicht gerade mal eine Nacht leisten in irgendeinem Hotel, im Luxushotel. Das heißt, eine Nacht 500 Euro mal durch 2000 sind 4 Nächte. Jetzt überleg mal, du kriegst ein Hotel für oder ein Resort oder eine Kreuzfahrt für 2.000 bis 2.500 Euro. All inclusive. Verlängerung kannst du mit kleinem Aufpreis machen oder ohne Aufpreis. Jetzt überleg mal, du kriegst es einfach so. Also du nimmst ein Paket für 450 Euro. Tust den Urlaub-Gutschein einlösen. Dieses Jahr oder nächstes Jahr. Je nachdem, ob du schon einen Gutschein, ob du schon Urlaub gebucht hast. Und du gehst dann mit deinem Liebsten hin oder mit deiner Freundin oder mit deinen Kids. Oder sonst irgendwem. Einfach, du nimmst einfach die ganze Family mit. Weil ich sag mal so, du kannst es dir leisten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel den, also angenommen, du hast jetzt den Urlaub für 2.500 Euro und du nimmst jetzt noch ein Kind mit, das älter ist, 18 oder sowas, kostet das vielleicht auch nicht viel mehr. Aber du kannst dir Urlaub leisten, der es sich gewaschen hat. Und ich sag mal so, wer kann sich heute noch Urlaub leisten? In Anführungsstrichen, bei seiner Arbeit, bei seiner Gehaltsregie, bei seinem Chef, wie auch immer, also was auch immer ihr für Hintergründe habt, Probleme. Also ich habe diese Probleme nicht als Angestellter, weil ihr wisst ja, ich arbeite nicht, ich nehme dann schon einen Ferienjob an, aber ich genieße mein Leben. Vielleicht sogar zu sehr, weil ich ja kaum etwas mache. Also ich bin ja auch zu faul, also ich bin auch umsetzungsfaul. Und das gebe ich hier zu. Natürlich fällt es mir ab und zu schwer, irgendwas zuzugeben, aber wenn man sich mal das wirklich klar wird, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Klar, ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich behalte meine ganzen Klamotten, ich werde jetzt nicht aussortieren, ich werde jetzt hier alles Müll, was ich hier habe, behalten, ich werde mir keine neuen Klamotten, keine neuen Hosen kaufen, keine neuen extra Sportklamotten, die ich brauche, damit ich hier mal ordentlich trainieren kann, dass ich hier stinkt, dass ich hier für alle irgendwie so bin,
Also erstens, es fühlt sich nicht gut an. Zweitens, es ist irgendwie scheiße, wenn man sich manchmal in Klamotten gönnen kann. Auch wenn einen vor allen Dingen die Eltern unterstützen, kann man froh sein. Heißt aber nicht, dass man es nicht tun soll. Was ich aber euch sagen will, kauft euch ein neues Handy. Also mein Handy hier, das kennt ihr ja schon, hat ein Loch in der Kamera. Seht ihr ja. Also das Glas ist kaputt. Der Stecker hier hat keine Abdeckung mehr. Das Ding läuft eigentlich auch nicht mehr so rund wie ein Uhrwerk. Aber es funktioniert und es ist oftmals einfach aus. Also es war vor ein paar Tagen mit einfach ausgegangen. Aber es läuft, es tut. Und bis ich mir ein neues Handy kaufen kann oder muss, wenn das hier kaputt geht, dann weiß ich, wo ich es kaufe. Ich kaufe mir dann natürlich auch ein teures Handy, aber nicht viel teurer als das hier. Das Handy, was ich mir dann holen werde, ist von Grosscall Action X5. Das kostet auch 500 Euro oder ein bisschen mehr. Aber es hält halt und ich habe 5 Jahre Garantie. Aber ich kaufe es mir erst, wenn ich ein neues brauche. Wenn jetzt ein neues iPhone rauskommen würde und ich hätte ein iPhone, warum soll ich mir ein iPhone kaufen nochmal für einen hohen Preis, obwohl ich schon eins habe, wo funktioniert? Da stecke ich lieber das Geld komplett in mein Business rein oder in neue Bücher und in mein Business. Kann dann natürlich mit dem 400 oder mit angenommen, so ein iPhone kostet wahrscheinlich 1200 Euro. Da kaufe ich mir davon ein kleines Paket und fliege in Urlaub. Kaufe mir noch ein Paket, fliege in Urlaub. Mit dem restlichen Geld kann ich mir Klamotten kaufen und sonstige Sachen. Ich kann mir einen schönen Tag machen irgendwo in der Natur, irgendwo Kajak fahren, keine Ahnung, Abenteuer erleben. Das bleibt in Erinnerung, aber Geld ausgeben für ein Handy, ja, hast vielleicht ein bisschen Spaß, aber der Rest ist dann weg. Also, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare. Link in der Beschreibung für Urlaub. Wir sehen uns, euer Action Anthony. Ciao.